Heute geht es um 10 Tiere, von deren Gift du vielleicht noch nicht wusstest. Nummer 10. Welse. Einige Aalwelsarten aus Australien besitzen einen giftigen Stachel. Die Stacheln liegen an Rücken- und Brustflosse und injizieren bei Bedrohung ein extrem schmerzvolles Gift. Dieses hält oft mehrere Stunden lang an und ein Teil des Stachels bleibt auch oft in der Wunde stecken. Nummer 9. Tintenfische. Egal wie viele Arme sie besitzen, alle Tintenfische und Kalmare sind giftig. Während einige von ihnen nur über ein schwaches Nervengift wie der Sepia verfügen, sind einige extrem gefährlich für den Menschen. Ein gutes Beispiel ist der Blauringel-Oktopus aus Australien, dessen Gift innerhalb von einigen Minuten tötet. Nummer 8. Schlitzrüssler. Die beiden ausgestorben geglaubten Schlitzrüsslerarten aus der Karibik sind einige der wenigen giftigen Säugetiere. Ihre Speicheldrüse produziert ein Nervengift, das durch einen Biss in größere Beutetiere gelangt. Es lähmt den Körper nach und nach und führt nach einigen Stunden zum Tod. Für Menschen ist es jedoch ungefährlich. Die 7. Schnabeltier. Das Schnabeltier ist wohl unfragbar eines der seltsamsten Tiere der Welt. Des Weiteren besitzen die Männchen einen giftigen Sporn an den Hinterbeinen. Sollte man das Pech haben, von den eigentlich friedlichen Tieren gestochen zu werden, muss man mehrere Monate lang qualvolle Schmerzen ertragen. Ein Gegengift ist auch nicht bekannt. Nummer 6. Komodowaran. Lange Zeit wurde angenommen, dass der Komodowaran seine Opfer mit bakteriellem Speichel umbringt. 2009 konnten Wissenschaftler aber Giftdrüsen zwischen den Zähnen eines Exemplares entdecken. Das Gift stoppt die Blutgerinnung und ruft Muskelstarre und Bewusstlosigkeit hervor. Die 5. Hundertfüßer. Das Gift der Hundertfüßer ist in der Stärke sehr verschieden. Einige können nur kleine Insekten lähmen, andere produzieren unter anderem auch Blausäure. Für den Menschen sind nur einige Arten der Riesenläufer gefährlich. Bis jetzt sind 2 Todesfälle bekannt. Die 4. Tausendfüßer. Einige Arten aus der Gattung der Doppelfüßer sind giftig. Auch sie verfügen über teils hochgiftige Toxine wie Blausäure und Benzaldehyd. Sie können das Gift über mehrere Zentimeter weit spritzen. Bei Menschen führt es zu Verbrennung und Verätzung und kann blind machen, sofern es in die Augen kommt. Nummer 3. Spitzmäuse. Genau wie bei den Schlitzrüsslern produzieren auch einige Spitzmäusearten ein Nervengift im Unterkiefer. Das Blarina-Toxin, welches sie bilden, lähmt größere Beutetiere wie Frösche oder Wühlmäuse und ist auch für Menschen sehr schmerzvoll. Die 2. Vögel. Einige Vögel Papua-Neuguineas wie der Pitui oder der Walddickkopf sind giftig. Ihre Federn enthalten Homobatrachotoxin, welches eines der stärksten bekannten Gifte ist. Forscher vermuten, dass das Toxin durch eine Käferart, die Nahrung dieser Vögel ist, in den Körper und so in ihre Federn gelangt. Wie sie selber dagegen immun sind, weiß man allerdings nicht. Und nun die Nummer 1. Plumploris. Plumploris sind Halbaffen aus Südostasien. Die Art Nycidibus cayan aus Borneo ist die einzige giftige Affenart. An den Ellbogen besitzt der Lori Giftdrüsen, die er ableckt, um das Gift mit seinem Speichel zu vermischen. Ein Biss kann auch bei größeren Tieren einen anaphylaktischen Schock, also schwere allergische Reaktionen, hervorrufen. Mütter bestreichen auch ihre Jungen mit den Ellbogen, um sie vor Feinden zu schützen.